runde, stracke Feldkieker. Beim Alle-Wurst-Wettbewerb in Kassel hat sich alles um die kulinarische Botschafterin Nordhessens gedreht. Eine große Jury aus Experten und wurstbegeisterten Laien bewertete knapp 300 Proben von Fleischermeistern aus der Region. Mit dabei war auch HNA-Redakteur Mike Dessauer. Ich habe mich vorbereitet, indem ich verdammt viel Alle-Wurst gegessen habe. Ich bin ja kein gebürtiger Nordhesse, ich bin nicht mal Hesse. Aber seit ich hier lebe, habe ich das sehr zu schätzen gelernt und sehr lieben gelernt. Und deswegen habe ich in letzter Zeit extra viel Alle-Wurst gegessen, seit ich wusste, dass ich hier dabei sein würde. Die Kriterien für die Bewertung? Äußeres Aussehen, Zusammensetzung, Konsistenz und vor allem der Geschmack. Seifig, salzig, ranzig und fettig darf eine Alle-Wurst nicht schmecken. Falten sind nicht gern gesehen, genau wie eine blasse, graue, grüne oder gelbliche Farbe. Trotzdem wurde auch über die persönlichen Vorlieben diskutiert. Hart oder weich, runde oder stracke. Dabei können bei aller Wurst Grundsatzdiskussionen entstehen. Süßlich, alles gut, bitter. Fettig könnte man, finde ich, eine 1 ankreuzen. Nee. Da gibt es viel fettigere Wurst. Ja, natürlich gibt es fettigere. Aber das ist wirklich... Okay, ich merke schon, ich komme damit nicht durch. Bei der Bewertung half eine Liste mit den Kriterien. 67 mögliche Mängel waren dort aufgezählt. Das Ergebnis des Wettbewerbs wird erst in einigen Tagen feststehen. Das Fazit des HNA-Redakteurs nach einer Stunde fiel gemischt aus. Einige sehr leckere und delikate Würste, einige mit Mängeln wie ranzigem Geschmack oder zu weicher Konsistenz. Satt hat er die Alle-Wurst aber noch lange nicht. Ich habe daheim eine liegen und die wird heute Abend angeschnitten und aufgegessen. Und zwar komplett.